Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Dieses moderne Sprichwort kommt 2 Tage lang auf der Invest zum Tragen. Die Invest ist Deutschlands führende Fachmesse für Finanzen und Geldanlage mit mehr als 140 Ausstellern. Ein Highlight in diesem Jahr ist die ARD-Bühne. Bekannte TV-Moderatoren präsentieren erstmals aktuelle Anlegerthemen live aus Stuttgart. Wo es sich lohnt, gleich heute noch zu investieren, das schauen wir uns jetzt genauer an. Sehen, erleben, informieren, vergleichen, bewerten. Die Invest ist der Impulsgeber der Finanzbranche. Mehr als 140 Aussteller zeigen vor Ort verschiedenste Wege der Geldanlage auf. Von Edelmetallen über Fonds, Vermögensverwaltung und nachhaltiger Geldanlage bis hin zu Trading. Für die Besucher heißt es aber nicht nur sehen und staunen. Denn wer mit Finanzexperten ins Gespräch kommen möchte, der ist hier genau richtig. Außerdem überraschen zahlreiche Foren und Bühnen die Besucher der Invest. Ja, und vor so einer Bühne befinden wir uns momentan, genauer gesagt vor der ARD-Bühne und neben mir Sissi Heidmanek, bekannt aus Börse vor 8. Frau Heidmanek, wo lohnt es sich denn momentan besonders zu investieren? Allem voran lohnt es sich im Moment nicht in Festverzinsliches zu investieren. Es gibt einfach keine Zinsen und das wird noch länger so bleiben. Es ist wesentlich sinnvoller, in Sachanlagen zu gehen und da ist entscheidend, wie ist mein Anlagehorizont, kurzfristig, mittelfristig oder langfristig. Danach muss man natürlich entscheiden, ob man zum Beispiel in Aktien oder Immobilien geht. Herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick und den wertvollen Tipp. Ja, wer auch noch auf der Suche ist nach der richtigen Anlagestrategie, der kann sich dazu noch persönlich bis morgen informieren.